Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zur Frostcon. Heute wird euch Christian über seine Erfahrungen im letzten Jahr mit Serverless-Technologien berichten. Viel Spaß! Alles klar. Ja, einmal vielen lieben Dank hier von meinem kleinen Balkon. Genau, Thema heute ist Serverless, so good, so bad and so ugly. Einmal zu mir. Mein Name ist Christian Schmidt, mittlerweile 35 Jahre alt. Ich bin im Endeffekt Softwareentwickler, mache aber auch ein bisschen Architektur, IT-Consultant. Einfach so ein bisschen auch die mit der eigenen Erfahrung jetzt über die Jahre versuchen auch Leuten und anderen Unternehmen halt ein bisschen unter die Fittiche zu greifen, wenn es darum geht, Prozesse zu digitalisieren, die da vielleicht nicht so deren Kernaspekte das halt hat. Ich habe mein Dippel ins FH, damals gab es noch ein Diplom, an der FH Köln gemacht. Genau, was mache ich so? Generell alles, was sich so um die JVM dreht, aber auch gerne viel Node, Go. Da bin ich eigentlich relativ leidenschaftslos. Ich nehme mir das, was mir Spaß macht und was als gutes Werkzeug ist. Ich kümmere mich halt hauptsächlich auch viel um Architekturen, verteilte Systeme, gerade so Microservice-Architekturen, ist ja auch mittlerweile gang und gäbe. Dann mache ich viel Domain-Driven Design und jetzt so seit, ja, 3, 4 Jahren halt vor allen Dingen halt auch Clouds. Genau. Da wir ja heute 2 Talks zu Serverless haben, hoffe ich, dass ich dem Vadim nachher nicht irgendwie jetzt die Show stehle. Deshalb werde ich heute nicht unbedingt so auf das eigentliche Serverless eingehen, sondern vor allen Dingen um das Drumherum, wie wir Serverless eingesetzt haben in unserem Projekt, was so die Best Practices sind, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat und so ein bisschen was uns in den Wahnsinn getrieben hat. Aber trotz allem will ich den Bogen mal ein bisschen spannen zu, was ist Serverless. Also hier mal nochmal so generell, was uns heute so erwartet. Also Architektur, Komplexitätsverwaltung, Frustbewältigung, Technologiewahl, weil in der Cloud kann man ja sehr viel machen, Staging und Testkonzept. Okay, dann mal so, was eigentlich Serverless ist. Ich habe mir mal diese Grafik hier. Ist an Anlehnung, wo ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie ursprünglich mal gefunden hatte. Ich hatte sie mal ein bisschen verändert. Ganz links, das soll so ein bisschen das Beispiel sein zu dem klassischen Monolithen, aber auch zu einer Software, die ziemlich hardware-nah, ziemlich betriebssystemnah steht. Sie soll halt darstellen, dass wir hier viel Funktionen haben, also diese kleinen Fs in der Mitte. Dann müssen wir uns aber auch um unheimlich viel drumherum kümmern. Das heißt, wir kümmern uns um die Log-Files, wir haben vielleicht so ein Log-Rotate, wir haben das OS darunter, wir müssen uns um SIG-Terms und etc. kümmern. Wir sprechen eine Datenbank an, wir brauchen einen richtigen Treiber, dann müssen wir uns darum kümmern, wie wir an die URLs dahin kommen. Wir haben dann in der Frontend-Ecke dann sowas wie die HTTP-API, wir haben ein UI-Messaging-Systeme, die brauchen Libraries, wir müssen uns da um gegebenenfalls um Commits kümmern in so einem Message-Bus etc. In der Mitte haben wir dann so ein bisschen das, was eigentlich so mittlerweile so im Wald- und Wiesenbereich angekommen ist, so diese ganze Containerisierung. Aber wenn man sich auch so ein bisschen zurückerinnert an die alten Application-Server, die ja teilweise auch noch viel unterwegs sind. Da hat man damals, aber auch heutzutage halt ja auch schon ziemlich viel weggekapselt. Vor allen Dingen sowas wie Logs, das ganze OS darunter ist so ein bisschen weggekapselt. Mich interessiert das jetzt nicht mehr tatsächlich, ob das jetzt ein Linux, ein Windows ist oder irgendein macOS. Das läuft einfach. Trotz allem muss ich mich aber um solche Sachen kümmern, wie zum Beispiel einen Datenbank-Access, wobei wir ja auch schon an der Stelle sowas wie Service Discoveries haben. Das heißt, ich muss mir vielleicht nicht mehr Gedanken darum machen, wo genau meine Datenbank ist, aber ich muss mir trotz allem da nicht mehr mich darum kümmern, dass ich die richtigen Treiber installiert habe, etc. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier wieder in der Frontend-Ecke halt wieder solche Sachen. Ich muss mich um die HTTP-Serialisierung, Deserialisierung kümmern. Ich muss vielleicht ein UI-Template haben, muss mich wiederum um den Message-Bus kümmern und habe eigentlich meinen Domain-Core, also meine Funktion in der Mitte. Ganz rechts haben wir dann das Beispiel für Serverless. Serverless ist im Endeffekt der nächstlogische Schritt, in dem wirklich alles, was drumherum ist, was eigentlich nicht wirklich Kern meiner Domain-Logik ist, an der Stelle von der Infrastruktur oder von meinem Environment übernommen wird. Das heißt, ich habe Mittel in meinem Environment, die sich darum kümmern, wie mein Template aussieht für
für meine Webseite oder für meine App. Ich habe sowas wie einen Message-Bus. Das Environment gibt mir an der Stelle ziemlich viel an die Hand, um zum Beispiel mir nicht zu zeigen, dass da wirklich ein Message-Bus dahinter ist. Das heißt, ob das jetzt ein HTTP-Call oder eine Message ist, ist an der Stelle wegabstrahiert. Genauso unter der Haube, dass ich teilweise Datenbankzugriffe, meistens dann mit so nativen Datenbanken des Serverless-Anbieters, die kann ich sehr schön wegkapseln, da weiß ich gar nicht mehr, was wirklich dahinter steht. Genauso wie mit dem OS, das heißt, ich muss mich hier nicht mehr um die eigentliche Skalierung kümmern, ich muss mich hier nicht um die Deployments kümmern, wo, auf welcher Maschine das läuft. Ich muss nicht einstellen, wie viele Instanzen ich davon haben möchte, ob ich das jetzt lastverteilt haben möchte, etc. Genauso wie mit den Logs. Summa summarum kann man sagen, dass das sind diese zwei Kegel da oben, im Endeffekt, was ich auf der linken Seite an Infrastruktur gespart habe, an Beschreibungselementen, das muss ich trotz allem mit Code und Libraries halt auffüllen. Auf Serverless-Ebene habe ich wesentlich weniger Code, ich habe wesentlich weniger Library, dafür habe ich aber auch wesentlich mehr Infrastruktur. Welche Implikationen das halt hat, das werde ich dann noch gleich zeigen. Ja, unser Projekt und da muss ich halt jetzt irgendwie einen Vendor nehmen, weil sonst kann ich halt nicht aus der Realität sprechen. Wir haben das Ganze mit der Amazon Cloud gemacht, also mit der AWS. Ich denke, die ist ja hinlänglich bekannt, dass Amazon da sowas hat, ist mittlerweile sogar Marktführer, ja schon seit ein paar Jahren. Und ich habe hier mal so ein bisschen aufgezeigt, weil die AWS, die kommt natürlich mit ihrem eigenen Symbolset um die Ecke, was da alles so ist, weil im Endeffekt diese Serverless-Funktionen, die wir hier sehen, diese kleinen Fs, das sind im Endeffekt kleine deploybare Einheiten an Funktionscode. Also irgendwas, wo ein Funktionseinsprungspunkt hat mit dem Input und wo diese Funktion gibt mir irgendwas zurück oder macht vielleicht irgendwelche Seiteneffekte, das geht auch. In der AWS nennen sich diese Dinge, das sind diese Lambda-Symbole, das sind halt Lambdas. Das ist so der Begriff davon, diese Serverless Functions. Und eine Serverless Function an sich kann nie alleine stehen. Das macht meistens keinen Sinn. Eine Serverless Function muss immer irgendwie in ein Environment eingebettet sein mit anderen Sachen, die wiederum die Funktion ansteuern. Die AWS hat hier so ein paar Sachen, die mir da im Endeffekt die gängigsten alltäglichen Sachen abnehmen. Ganz links sehen wir sowas, das nennt sich API-Gateway, das kümmert sich zum Beispiel darum, die HTTP-Schnittstelle bereitzustellen. Das heißt, ich kann hier solche Sachen machen wie get URL, dann ruf mir bitte dann dieses Lambda auf mit dem Input-Parameter. Das API-Gateway kümmert sich hier um die Serialisierung und Deserialisierung von zum Beispiel JSON to Objects. Auf der anderen Seite habe ich sowas wie SNS-Topic, das ist so ein Pub-Sub-Element in der AWS. Ich habe dahinter so eine SQS-Queue, das ist eine FIFO-Queue, die ich ansprechen kann. Das heißt, mein Lambda kann zum Beispiel Requests, die vom API-Gateway kommen, ein bisschen zusammenmaggeln, da ein bisschen Domain-Logik drüber laufen lassen und dann Events auf das Topic postulieren. Ich habe sowas wie hier in der Mitte dieser blaue Bubble, das ist die DynamoDB, das ist so das NoSQL-Pendant von der Amazon. Die machen halt auch teilweise sehr viel selber, kapseln aber auch, was ich nicht unbedingt so schön finde, Open-Source-Software halt unter eigenem Namen irgendwo weg. DynamoDB ist aber mittlerweile eine Eigenentwicklung, soweit ich weiß. Da bin ich jetzt aber nicht so tief drin. Was haben wir noch? Wir haben so ein S3-Bucket, das ist da so ein Blob-File-Store. Wir haben hier unten mit Amazon CloudWatch, das ist die Cloud-Infrastruktur. Wie funktioniert das Ganze? Die Lambdas schreiben einfach ihre Logs auf Standard-Out und das ganze Ding geht in das Logs, in die Logs. Wie wir hier schon so sehen, und das ist eigentlich das Besondere an der AWS, das, was, ich sag mal, klassisch Datensenken sind, wie zum Beispiel ein Log-Framework oder auch so eine Datenbank, die einfach so als Repository gilt, aber auch ein Blobstore, die können in der AWS aber auch Datenquellen sein. Das heißt, ich kann zum Beispiel in CloudWatch hier einen Filter machen an, zeig mir bitte Error-Logs pro Tag und für jedes Error-Log schickt mir dann dieses CloudWatch wiederum ein Event auf einem SNS-Topic und anhand dieses SNS-Topic kann ich wiederum ein Lambda aufrufen, das dann wiederum meine Cloud
mein Log-Statement verarbeitet. Genauso kann ich zum Beispiel beim S3-Bucket das Lambda hier schreibt ein File hier rein, das wiederum generiert ein Event. Achtung, hier ist ein neues File hinzugekommen. Das Ganze geht wieder aus das Topic und wird wieder von einem Lambda aufgerufen. Das heißt, ich habe auf die Dauer gesehen ein relativ großes Netz an einzelnen Elementen, das tatsächlich, wenn ich nicht aufpasse, auch beliebig komplex werden kann. Und auch solche Sachen wie eine Datensenke gibt es hier nicht. Eine Datensenke ist auch immer wieder eine Datenquelle. Was passiert da mit dem im Nachhinein? Das Lambda hier weiß davon nichts. Das geht dabei halt hinten weiter. Unten haben wir jetzt noch so einen großen Block, und zwar diese ganzen Elemente, die kann ich im Endeffekt auch auf der Webseite auch anlegen. Das sehen wir hier. Du siehst so ein bisschen die Oberfläche der AWS aus. Hier oben sehen wir dann so ein API-Gateway. Hier sehen wir schon Get und Put. Und das ist jetzt so ein bisschen versteckt hier rechts da hinten. Da ist dann das konfigurierte Lambda oder die Serverless-Funktion, die dann dabei aufgerufen wird. Hier unten habe ich jetzt so eine Serverless-Seite. Hier sehen wir schon, das ist jetzt hier so ein Put-Händler, den ich da mal gebastelt habe für einen Tech-Talk. Der wiederum ist dann konfiguriert mit dem API-Gateway. Das heißt, das API-Gateway bekommt Requests irgendwo aus dem Internet, aus dem Netzwerk, wo über HTTP, deserialisiert das Ganze und ruft dann mit den Input-Daten wiederum das Lambda aus. Damit ich das aber nicht immer alles per Hand auf über die Webseite zusammenklickern will, da kommt nämlich dieser Block hier unten ins Gespräch, das nennt sich CloudFormation. Das ist im Endeffekt das Konfigurations- oder programmatische oder deskriptive Konfigurationstool der AWS, womit ich das Ganze, aber das kommt noch später, womit ich das ganze Ding auch programmatisch zeigen kann. Jetzt hatte ich hier schon gezeigt, dass das ganze Ding beliebig komplex werden kann. Und das war jetzt unser erstes Learning. Und zwar kann ich mit diesem CloudFormation hier unten, also diese Deployment-Deskriptoren, die ich damit schreiben kann, kann ich sogenannte Stacks erzeugen. Das heißt, ein CloudFormation-Deskriptor beschreibt immer einen sogenannten Stack. Ein Stack wiederum ist eine Ansammlung von AWS-Elementen. Das kann ein Serverless Function, in dem Fall ein Lambda sein, ein API-Gateway. Das kann aber auch, ich sag mal, gröbere Elemente wie halt eine VM oder ein komplettes VPC sein. Da ist man tatsächlich relativ frei. Also dieses CloudFormation, diese Stacks sind jetzt nicht auf die Serverless-Ecke der AWS beschränkt. Damit kann ich ziemlich viel beschreiben. Wir haben es ja natürlich jetzt in Serverless eingesetzt. Und mit diesen Stacks hatten wir hier schon mal zumindest in der Komplexitätsecke einen kleinen Giveaway dabei, in dem wir das so ein bisschen gekapselt haben und unsere Elemente in einzelne Bereiche geblockt haben. So sieht das Ganze aus. Hier links nochmal, das sind dann diese Stacks. Hier oben sieht man sowas, das sind dann hier, das ist ein AWS-Tech-Talk, das ist ein Dev-Tech-Talk, das sind so zwei Stacks. Die Stacks wiederum haben dann hier einzelne Elemente und hier rechts, das ist so ein YAML, womit man das ganze Ding beschreiben kann. So sieht das ganze Ding aus. Das hat hier oben so ein paar Input-Parameter, die ich habe, und dann kann ich jetzt über so einen Put-Händler, das ist eine Serverless-Function, in meinem Repository, wo da dieses File liegt, da habe ich dann, in dem Fall haben wir hier Node.js benutzt, habe ich den Index-Händler-Put, das ist meine eigentliche Funktion, die ich aufrufe, hat hier verschiedene Environment-Variablen, Eventing, mit dem kann ich hier noch direkt mir so ein API-Gateway hinterstellen. Hier unten wird eine Dynamo-Tabelle, also so NoSQL-Store mit angelegt. Genau. Wenn wir schon solche so Sachen wie die Stacks haben und das ein bisschen unterteilen können, stellt sich mir die Frage, wie unterteilen wir das? Da wir jetzt so ein bisschen aus der Microservice-Ecke kommen, haben wir das uns so dergestalt gemacht, dass wir im Endeffekt gesagt haben, ein Stack beschreibt bei uns im Groben den Funktionsumfang von einem Microservice. Wenn ich sowas habe wie, das ist jetzt aber wirklich mehr so auf klassische Domain-Logik natürlich auch runtergebrochen, ich habe irgendwie einen Keystore. Ne? Das ist dann hier Put, Get, Delete vielleicht. Das Ganze münzt dann auf so ein NoSQL-Datenbank.
Das heißt, ich habe hier drei Händler, die sich um die Schreiboperationen und Leseoperationen kümmern, dann die API-Gateways, so ein bisschen als Frontend-Element und hier hinten noch so ein SMS-Topic, so als Output-Kanal und das Ganze wird dann in einen Stack gepackt. Stack heißt bei uns dann auch gleichzeitig ein eigenes Git-Repository. Das heißt, diese Elemente hier, 6, 7, 8 Stück, die liegen dann tatsächlich in einem Repository und werden dort verwaltet, können dort auch separat getestet werden. Die anderen Stacks sind dann einzelne Repositories an der Stelle. Eine Sache noch, die an der Stelle wichtig sind, und zwar, das ist so eine Sache, die uns ziemlich am Anfang auf die Füße gefallen ist, und zwar hat jedes Element, das ich in der AWS anlege, eine sogenannte ARN, also Amazon Resource Name nennt sich das. Das ist einfach ein ziemlich langer String, der das Ganze so ein bisschen beschreibt und eindeutig identifiziert. Wenn ich jetzt Verbindungen von Stacks zu anderen Stacks habe, wie zum Beispiel hier dieser grüne Stack, der greift auf das SNS-Topic von dem blauen Stack zu, um von dem Events zu bekommen. So hat dieses SNS-Topic eine eindeutige ARN, die wird dann referenziert. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn ich meinen Stack nochmal deploy, um zum Beispiel ein Update zu machen, kann es passieren, dass die bestehenden Elemente ihre ARN ändern, weil die dann verändert wurden, ein Parameter wurde verändert und das hat schon die Implikation, dass sich diese eindeutige ID ändert. Heißt, mein grüner Stack kann hier nicht mehr auf mein SNS-Topic zugreifen, weil das alte existiert nicht mehr. CloudFormation bietet da dann die Option der sogenannten Outputs. Das ist so ein Learning, was wir da hatten. Das heißt, wir können hier ein sogenanntes Output definieren. Ein Output hat wiederum auch eine eindeutige ARN. Der Output referenziert dann wiederum ein einzelnes Element in meinem Stack. Dessen ARN kann sich ändern, die meines Outputs nicht. Das heißt, mein grüner Stack hier greift nicht auf die ARN dieses SNS-Topics zu, sondern direkt auf die ARN dieses Outputs. Und was dahinter liegt, das ist im Endeffekt so wie so eine Art Zeiger. Und dieser Zeiger wiederum, der ist dann relativ volatil und zeigt dann immer auf das entsprechende neue Objekt, was erzeugt wurde. Genau. So. Das mal so ein bisschen zur Architektur, wie wir das angegangen sind. Heißt, wir haben einzelne Stacks in der Größenordnung eines Microservices. Ein Stack war bei uns so ein Git-Repository. Jetzt stellte sich auch noch die Frage, okay, das kam mir so ein bisschen davor tatsächlich noch, die Technologiewahl. Was nimmt man da bei Serverless? Serverless selber ist eine Technologie, die wird nicht pro Deployment-Zeiteinheit abgerechnet, wie zum Beispiel eine VM. Wenn die deployed ist, wenn die 24 Stunden durchläuft, wird die 24 Stunden durchgerechnet. Bei den Serverless-Functions ist es so, dass die pro Call aufgerufen sind und dann wiederum pro Laufzeit und Memory-Footprint. Das ist mal hier so eine kleine Auflistung. Die Tabelle ist jetzt schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, ob die Preise noch aktuell sind. Das ist, glaube ich, jetzt über ein Jahr alt tatsächlich. Müsste man nochmal nachgucken. Und es ist so, mein Lambda wird aufgerufen und irgendwann hat er ja mal seinen Peak an Speicher, das er verbraucht und in diese Kategorie läuft dann schon mal diese Abrechnungseinheit. Und mal angenommen, mein Lambda verbraucht 1024 Megabyte, dann bezahle ich Dollar, kann ich jetzt nicht sagen, wie viel das sind, pro 100 Millisekunden Laufzeit. Heißt, meine Technologie hat hier tatsächlich direkten Einfluss darauf, wie teuer meine Laufzeitumgebung oder meine Umgebung auf Dauer wird. Wenn ich eine Sprache oder ein SDK oder generell ein Environment benutze, das einen relativ geringen Footprint hat, Memory Footprint hat, bezahle ich auch wesentlich weniger Geld pro 100 Millisekunden Laufzeit. Genauso, wenn ich eine Technologie nehme, die tendenziell schneller ist oder eine leichtgewichtigere Library benutzt, die einfach Laufzeit schneller ist, so kann ich auch hier direkt Kosten sparen. Da kriegt man tatsächlich am Monatsende auch eine sehr schöne Auflistung, wie teuer das eigentliche Lambda war. Bei uns damals waren so drei Technologien im Gespräch, einfach weil das Team so aufgestellt war. Ganz historisch, das ist bei uns in der Tarent halt auch so das Brot- und Butter-Geschäft.
Ist halt Java, das guckt man sich immer mal an. Dann aber auch Node.js, das heißt an der Stelle JavaScript und halt auch Go. Daneben gibt es dann halt noch eine .NET-Plattform und Python. Da waren wir jetzt aber nicht so firm drin, deswegen haben wir das mal beiseite geschoben. Bei Java haben wir mal so einen Laufzeittest gemacht und das Problem da war tatsächlich einfach der Cold Start. Das heißt, ein frisch deploytes Lambda, was getriggert wird, muss erstmal hochgefahren werden. Darunter liegt so, das nennt sich Firecracker VM. Das ist eine sehr leichtgewichtige virtuelle Maschine, die dann diese Serverless-Laufzeit startet. Und bei Java war dieser Cold Start relativ lang, teilweise über 2 Sekunden. Wir hatten auch einen tendenziell hohen Speicherverbrauch. Daneben aber trotz allem eine sehr gute SDK-Unterstützung. Also generell die SDK-Unterstützung der AWS, man kommt da sehr, sehr leicht mit dem eigentlichen AWS-SDK aus. Das ist ziemlich vollumfänglich. Da müssen wir sagen, ist eigentlich für jede Sprache Dokumentation und Unterstützung sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach tatsächlich bei Python sogar noch ein bisschen besser. Also da gibt es teilweise mehr Dokumentation als bei anderen, aber nichtsdestotrotz ist das auch gut. Go hier unten hat einen unheimlich schnellen Cold Start hingelegt, also der lag unter 200 Millisekunden. Nur leider hatten wir wirklich im Team kaum Erfahrung mit Go, sodass das auch, ja, das war einfach zu viel Risiko. Daneben, dass wir halt auch mit Serverless jetzt auch eine Technologie benutzen, tatsächlich vom Kunden gewünscht benutzten, mit dem wir jetzt relativ wenig Erfahrung hatten, beziehungsweise keine Erfahrung in so großem Umfang. Node.js hatten wir uns dann auch noch angeguckt, hatte auch einen sehr schnellen Cold Start, ist so ein bisschen optimiert auf Single Thread, kennt man ja, da läuft ja nur ein Thread drin, ist tatsächlich so für Serverless auch eine sehr gute Wahl, weil ich tendenziell da auch immer nur einen Call habe, der genau ein Thread läuft, macht dann irgendwelche Seiteneffekte, gibt was zurück und beendet sich dann auch wieder. Gute SDK-Unterstützung war auch dabei und wir hatten dann auch noch so eine, ja, ich will mal sagen, funktionale Anforderung, dass wir da mit JSON-Strukturen mit 284 Attributen kämpfen mussten. Ich habe sie irgendwann mal polymorphe Datenstrukturen genannt. Also wenn man einzelne Attribute hat, die mal eine Map, eine Liste oder ein String sein können, dann stellt sich irgendwann die Technologiefrage nicht mehr. Dann nimmt man einfach JavaScript, weil das Ding einfach sauschnell im JSON-Parsing ist und man da einfach keine ziemlich schnell auch mit den Objekten rumhantieren kann. Ich habe hier mal ein bisschen Code noch mitgebracht, wie so ein Serverless aussieht. Das ist jetzt, wie gesagt, JavaScript. Das ist das, was wir auch dann benutzt haben. Und hier oben links, das ist dann so ein, ist einfach eine einzelne Funktion. Die bekommt als Parameter so ein Event und einen Kontext mit. Das Event ist das Input-Datum, was wir haben. Die haben teilweise so ein paar kontextspezifische Attribute. Das ist zum Beispiel hier ein Event, das von der HTTP-Schnittstelle kommt. Da ist leider die Abstraktion nicht so schön. Das heißt, ich habe hier ein Event Body, ich habe hier Parse-Parameter, die kann ich verarbeiten. Das sehe ich dann zum Beispiel bei einem Event, das dann über einen Message-Bus kommt, wieder ein bisschen anders aus, dieses Teil. Kontext sagt mir einfach so ein bisschen drumherum, was so an Laufzeit funktioniert. Ruft hier so ein KeyStore-DB auf, das heißt, mein Lambda hier schreibt das ganze Ding in eine DynamoDB. Wie sieht das aus? Das mal so als Beispiel, wie das AWS-SDK so ein bisschen aufgebaut ist. Hier mit Node.js, das heißt, hier kann ich mir einfach Objekte erzeugen. Ich habe hier so ein Table-Name, das ist im Endeffekt die direkte Referenz auf meine DynamoDB, die dann irgendwo in der Cloud halt liegt. Ich kann hier einfach ein Item dabei stellen, das ist wirklich ein sehr simpler NoSQL Store. Da kann ich hier, das ist dann, S steht hier für Strings, das heißt, ich kann hier aber auch Integers oder Booleans und sowas halt speichern. Key Value speichere ich das einfach rein, dann habe ich hier mein DynamoDB-Referenz, mache hier ein Put-Item, speichere dann mir das rein und dann ist das gut. Und das ist dann so ein Beispiel für ein Lambda, das an der Stelle halt einen Seiteneffekt hat, speichert in die DynamoDB. Gibt dann wiederum einen Statuscode 200 zurück. Der Statuscode hier, das ist ganz interessant, der hat nichts oder generell, das sind HTTP-Zustände.
Die haben aber nichts mit HTTP zu tun, die wurden hier einfach entlehnt. Das heißt, so ein Lambda kann einfach Rückgabewerte haben, die sich so ein bisschen HTTP anlehnen sollen, hat an der Stelle aber nichts mit HTTP zu tun. Das war auch mal ganz interessant. Genau, das ist jetzt so, das hatte ich eben schon ein bisschen erwähnt, Richtung so CI/CD, wie wir das gelöst hatten, halt pro Stack ein Repository. Da war die Folie einfach drin, aber das hatte ich ja schon erzählt. Trifft sich ganz gut, ich muss, glaube ich, ein bisschen voranmachen. Dann solche Sachen wie Testing, wie teste ich denn das ganze Ding jetzt so auf der AWS? Ne? Hier nochmal so ein bisschen als Auffrischung, so die Testpyramide, das heißt, hier unten habe ich Unit-Tests, ziemlich schnell, geringer Aufwand, in der Mitte Component-Tests und dann hier so System-Integrations-Tests, auch so ein bisschen, um die Terminologie zu haben, wie wir es benutzen, um das jetzt so ein bisschen einzuordnen. Fangen wir mal an, so wie funktioniert das? Habe hier so ein Stack mit einzelnen Lambdas. Jetzt würde ich natürlich sagen, so ein Lambda, das sollte schon Unit getestet sein. Das heißt, meine Funktion. Was denn eigentlich? Ne? Hallo, ich glaube, da war gerade. Ja, du warst kurz weg. Gerade ist dein Kamerabild auch weg. Ja, okay. Aber man kann mich hören, ne? Ja. Okay, dann mache ich erstmal so weiter. Okay. Ah, da ist auch die Kamera. Okay, super. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Testing. Lambda, wie gesagt, kann man natürlich klassisch Unit testen. Ein klassischer Component-Test würde sich natürlich so ein bisschen von außen reingehen. Ich mache mal Post, Put und Get und gucke, was mein System macht. Jetzt kann man sich aber so ein bisschen das Lambda mal angucken und sieht dann so, die Domain-Logik ist ganz in der Mitte und ansonsten habe ich so ein bisschen Glue-Code links und rechts und oben und dann war es das. Was wir gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben im Endeffekt zumindest die Terminologie des Unit-Tests ad acta gelegt an der Stelle und haben unser Lambda direkt Component getestet. Das heißt, wir haben uns nicht die Mühe gemacht, jetzt für den einzelnen eigentlichen Domain-Code einen Unit-Test zu schreiben und dann für 5 Zeilen zusätzlichen Glue-Code nochmal einen Component-Test. Wir haben einfach direkt einen Component-Test geschrieben, der den Glue-Code einfach mittestet. Ansonsten hätten sich die Tests wirklich eins zu eins geähnelt. Das sind wir schnell drauf gekommen, dass das an der Stelle tatsächlich relativ sinnlos war. Und was man auch sagen kann, diese Component-Tests oder diese Lambda-Tests an dieser Stelle, die kann man relativ gut auch lokal auf der eigenen Maschine testen. Die kann man sich in seinem CI/CD, wir hatten so eine eigene GitLab-Instanz, die da läuft, konnte man sehr gut testen. Das Drumherum, das heißt API-Gateways, ne, DynamoDB, SNS-Topics etc. und diese ganze Konfiguration und Kommunikation untereinander, das kann man tatsächlich nur innerhalb der Cloud testen. Das heißt, hier waren wir schon dran, einen einzelnen Stack zu testen, das heißt mit seinen HTTP-Calls, mit der Domain-Logik da drin, mit dem Verhalten der Lambdas untereinander auf Basis des Datenstores, das konnte man nur mit einem separaten Deployment lösen. Das heißt, wir hatten einen eigenen Bereich in der Cloud, haben da unseren Stack reingeployed, haben dann Calls dahin geschickt, das Ganze getestet, was zurückkam und das Ganze dann wieder abgerissen. Einzelne oder Stacks dann im Zusammenhang, das war dann für uns dann halt der große Integrationstest oder im Endeffekt dann auch Richtung Produktion dann so ein Smoke-Test. Das heißt, man schickt mal hier hinten irgendwas rein und guckt, was ganz hinten rauskommt. Das ist ziemlich gängig. Auch hier natürlich, das geht nur mit einem vollumfänglichen Deployment dann in der Cloud. Hat natürlich den Nachteil, wenn ich ein Deployment in der Cloud habe, kostet das natürlich. Natürlich nur für den einzelnen Testlauf, weil die Lambdas werden ja nur pro Call abgerechnet. Aber trotz allem. Ja, Thema Staging, da ist die AWS leider ein bisschen mau, also sie hat kein direktes Staging-Konzept, das sie mitfährt. Wir haben uns da so ein bisschen beholfen, dass wir ja
die Stacks hatten und diese Stacks lassen sich auch benennen. Das heißt, sie können auch eine Art Präfix haben. Das ist mal so ein Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist ein AWS-Tech-Talk und ein Dev-Tech-Talk. Das soll so ein bisschen das Staging haben. Und man sieht hier unten in diesen einzelnen Elementen, die haben überall jetzt so ein Dev-Tech-Talk drum in ihrem Physical-ID. Das ist dann auch eine ARN an der Stelle. Das heißt, anhand hier kann ich schon anhand des Namens identifizieren, welches Element zu welchem Stack guckt. Wenn ich mir jetzt so eine Serverless-Übersicht sehe, da sehe ich alle Lambda-Functions, die ich habe. Da sehe ich dann aber auch direkt im Namen, zu welcher Stage die gehören. Das Ganze lässt sich dann über CloudFormation halt hier mit Parametern lösen. Das heißt, ich habe hier ein Stage und das Ganze, beziehungsweise mein Stack an sich bekommt schon den Namen mit der Stage. Ich kann diese Stage dann aber auch als Parameter einführen und zum Beispiel, hier unten sieht man das, meine einzelnen Elemente taggen. Das heißt, sie bekommen hier so ein Environment und da steht dann immer die Stage drin. Das heißt, ich kann später auch anhand der Tags filtern und da dann alle Elemente meiner Stage halt rausfinden. Generell ist es trotz allem immer eine gute Idee in der Cloud, das haben wir jetzt so mit so einer Dev-Stage und einer Integrations-Stage, das haben wir dann so unter einem Account laufen lassen, das ist noch okay. Die Produktions-Stage wiederum, da haben wir dann wirklich hinterher einen eigenen IAM-Account angelegt mit eigenen kompletten Rechte-Management etc., um da auch wirklich gar nicht erst die Gefahr aufkommen zu lassen, dass mal ein Element der einen Stage sich aus Versehen mit dem Element einer anderen Stage verbindet. Innerhalb eines Accounts ist das relativ simpel zu machen. Da brauche ich einfach nur die falsche ARN angeben und schon funktioniert es nicht. Genau, hier nochmal, wie wir das aufgerufen haben. Wir haben hier unter anderem AWS SAM benutzt. Das ist so ein kleines Framework, das diese Serverless-Entwicklung ein bisschen vereinfacht. Hier sieht man so Stack-Name. Das ist dann einfach dieses Stage-Tech-Talk. Das ist ein kleines Bash-Script, das wir da gebaut haben. Genau, mit diesen ganzen Elementen, das heißt ein Stack pro Repository, wir haben das Testing-Konzept ein bisschen definiert, können wir eigentlich auch relativ schnell so eine CI/CD-Kette aufbauen. Das heißt, wo sieht das dann aus? Kann in dem GitLab, GitHub, Jenkins, wherever halt laufen. Ich muss eigentlich nur mein AWS Service-Account irgendwo hinterlegen und ein bisschen das CLI dafür haben, dann kann ich das schon direkt starten. Am Anfang einfach Checkout, dann habe ich von meinem Stack, der hat drei Lambda-Functions drin, ich feuere dann einfach diese Component-Tests auf die Lambdas ab, lokal, hier das Ganze so ein bisschen machen. Generell die ganzen Glue-Codes, die kann man relativ gut wegmocken und für die DynamoDB, da gibt es tatsächlich auch einen Docker-Container für. Der kann dann zwar keine Events irgendwo hinschicken, aber zumindest so als Datensample kann man den sehr gut benutzen. Dann mache ich einen Deploy auf meine Dev-Stage, das heißt, mein Dev-Stack wird deployed, dann feuere ich dagegen halt Systemtest und oder Integrationstest ab und wenn das gut gelaufen ist, kann ich dann hier noch einen Prod-Stage oder so viele Stages, wie ich halt haben möchte und kann hinterher noch einen Integrationstest dann auf die oder einen Smoke-Test auf die Produktionsstage feuern. Und so habe ich eigentlich einen relativ smoothen Übergang von meinem auch vielleicht bestehenden CI/CD direkt in die Cloud rein. Ja, dann so ein kleines Fazit noch, so good, so bad and so ugly. So gut, mit Serverless habe ich ein unheimlich schnelles Rapid Development, also das macht wirklich Spaß, das ist ziemlich schnell gemacht, vor allen Dingen habe ich auch gerade bei Node.js mit JavaScript, dann habe ich hier in der Oberfläche so einen kleinen Editor direkt mit dabei, das heißt, ich kann dann Lambda im Endeffekt direkt auf Produktion ändern, wenn ich das will. geht. Es ist wirklich mal eben gemacht. Ich kann so ein Lambda einfach innerhalb von 5 Minuten schreiben, deployen und es läuft. Ich kann es aufrufen. Das funktioniert, das ist wunderbar. Das SDK muss ich nicht mitliefern, das wird zur Laufzeit mitprovisioniert. Ich habe eine sehr gute Dokumentation, es gibt unheimlich viel Content, Tutorials, Zertifizierung für das ganze Zeug. Wunderbar, Live-Editor habe ich schon gesagt. Natürlich liegt das auch im Interesse von Amazon, die wollen natürlich, dass man das Zeug halt auch benutzt.
Wir haben eine sehr gute GUI-Unterstützung. Das heißt, hier haben wir auch so ein Beispiel von so einer DynamoDB. Das ist halt dieser Key Store. Ich habe hier direkt hier mein Key Value. Das heißt, egal wie viele Felder ich da drin habe, die kann ich hier direkt einsehen. Ich kann sie auch editieren. Ich kann unheimlich viel in der Oberfläche einstellen und machen und tun. Und halt auch verändern. Auch gerade bei Dev oder im Prototyping mal wirklich ein paar Sachen einfach verändern. Wenn ich mal irgendwelche ja, Fehlerfälle simulieren will, per Hand schreibe ich da hier irgendeine Grütze rein, feuer mal das Lambda ab und schau, was passiert. Ich bekomme viel out of the box dabei, das heißt sowas wie Skalierung. Ich muss mich gar nicht kümmern, wie viele Lambdas da gerade parallel laufen oder wie viele Requests die abkönnen. Das letzte, was ich gesehen habe, ich glaube, es gibt so eine obere Schranke von 10.000 parallelen Lambdas. Die pro Instanz halt parallel laufen können. Ich bekomme das Logging-Freihaus mit dabei. Meine Aufgabe ist es, irgendeinen Standard auszuloggen. Das läuft sofort in die Amazon Cloud-Infrastruktur. Wenn das irgendeine Art von JSON-Layout ist, dann wird das auch sofort indexiert. Ich kann darauf Queries machen, also wirklich sehr gut. Hier bei der DynamoDB habe ich viel Kontrolle auch über On Detail. Das sieht man hinten. Ich kann Metrics, ich kann Alarms machen, also wenn irgendwie Throughputs irgendwie überschritten werden. Ich kann Capacity kann ich einstellen. Das ist dann hinter so ein bisschen auch so dieses Auto-Load Balancing, was dabei ist. Ich kann hier so einzelne Indexes noch machen. Das heißt, auf einzelne Spalten kann ich auch einen Index legen. Das heißt, ich habe hier unheimlich viel Kontrolle On Detail auf der Oberfläche. Ja, auch unheimlich viel Tooling. Also, das ist immer so, die AWS, das sind, ich finde das immer ein bisschen witzig, was hier so alles kann. Hier mal so zwei kleine Beispiele. Falls ihr irgendwie mal in die Bredouille kommt, dass ihr einen geostationären Satelliten im Orbit habt, aber irgendwie die Satellitenschüssel auf der Erde vergessen habt, kein Problem, ihr könnt hier die AWS Ground Station machen. Da kann man sich dann einfach so Satellitenschüssel und komplette Satellitennetzwerke einfach einkaufen und dann seine Satelliten steuern. Oder man hat irgendwo ein großes Rechenzentrum stehen und möchte das ganze Ding Richtung AWS migrieren, dann kann man sich das AWS Snowmobile holen. Das ist einfach ein riesengroßer Truck mit Festplatten drin. Der kommt dann an deinem Rechenzentrum und sagt, hör mal, deine Exabyte an Daten, das ist einfach viel zu langsam, das übers Internet zu jagen. Ich kopiere mir das einfach mal hier auf meinen Truck und fahre dann in das Amazon-Rechenzentrum und kopiere mir das dann einfach wieder rüber. Das ist immer noch schneller, als ich jetzt einzelne Bits und Bytes durchs Internet jage. Und was die Dinger noch dabei haben, die haben innerhalb des Trucks, haben sie auch EC2-Instanzen, also diese VMs. Das heißt, ich kann meine Daten, die ich migrieren will, während der Fahrt schon migrieren. Also Datenstrukturen ändern und sowas. Also ist auch ein bisschen fancy. Ich weiß nicht, ob es schon jemand eingekauft hat, aber wenn man will, kann man das tun. Dann so ein bisschen the bad. Effektives Testen ist halt nur mit einem AWS-Deployment möglich. Ne? Das heißt, einzelne Elemente, die miteinander kommunizieren, die Eventing betreiben, das kann ich rudimentär lokal machen, aber niemals so, wie es in der Cloud funktioniert. Auch nicht mit den Effekten, die es dabei hat, nicht mit den Implikationen, die dabei sind. Es macht eigentlich wenig Sinn, sowas versuchen, lokal hochzuziehen. Ich habe bei Lambdas, aber das ist generell, wenn ich so mit Serverless-Technologie mache, also Serverless selber ist ja auch nicht nur auf Amazon beschränkt, das gibt es ja auch in anderen Cloud-Anbietern aus. Ich habe immer so ein bisschen die Gefahr vor Kostenkaskaden. Das heißt, diese Lambdas, die werden halt von Beginn der Laufzeit bis zum Ende der Laufzeit bezahlt. Ob dazwischen jetzt IO-Wait ist oder nicht, ist der Abrechnung egal. Das heißt, wenn mein Lambda wiederum ein Lambda aufruft, das wiederum ein Lambda aufruft, dann zahle ich hier dreimal. Ja, das heißt, das muss warten, bis das fertig ist, das muss warten, bis das fertig ist und das hat eine Laufzeit von 500 Millisekunden. Und das kaskadiert sich halt hier hoch. Oder was wir dann irgendwann hatten, das war eine Legacy-SOAP-Schnittstelle und das System dahinter war so ein bisschen träge. Das hatte dann so zwischen Request und Response vergingen schon mal gerne so 40 bis 50 Sekunden. Das wird dann auch teuer. Dann muss man sich dann irgendwann überlegen, okay, ist denn Serverless an der Stelle wirklich die richtige Technologie? Wir haben hinter uns einfach irgendeinen Docker hingesetzt. Da gibt es auch Laufzeiten dafür. Die kosten zwar dann tendenziell, weil sie immer da sind, aber es ist auf die Dauer günstiger als die Lambdas. Die Lambdas, wenn ich die
Tatsächlich Dauerbefeuer sind die wesentlich teurer als, ich sag mal, so eine normale VM oder einen Docker-Container. Was habe ich noch? Ich habe einfach eine hohe Komplexität in der Infrastruktur. Wenn man sich so mal an das erste Bild erinnert, das ich angezeigt habe mit diesem Pfeil, so habe ich halt, ich erkaufe mir das weniger an Code durch wesentlich mehr Infrastruktur. Und hoppala, genau. Da habe ich immer die Gefahr, einfach den Überblick zu verlieren. Die Stacks helfen da aber schon ein bisschen bei, aber man muss echt ein bisschen Disziplin dabei haben. Abhängigkeitskaskaden einfach, aber das ist generell kein Problem von Serverless, sondern an der Stelle eigentlich von jedem Deployment. Wenn das Grüne von dem Blauen abhängig ist und das Blaue ist nicht da, was macht das Grüne? In der AWS ist es schwer, wenn die RN, die ich da angegeben habe, nicht existiert, deployt mein grüner Stack nicht. Das heißt, ich muss immer erst den blauen deployen, dann kann ich den grünen deployen. Ist da ein bisschen blöd. So, Agli, das ist so ein bisschen Beispiel. Ich beeile mich gerade ein bisschen. Ich möchte nur eine Kleinigkeit anders haben als der Minimalstandard. Ich habe ein API-Gateway, ein Lambda und eine DynamoDB. Ich möchte jetzt ein API-Key da hinzufügen, ein bisschen absichern. Ich möchte hier unten die DynamoDB ein bisschen autoskalieren. Da muss ich unheimlich viele Elemente anlegen, damit das überhaupt funktioniert. Die Folien gibt es ja auch noch, da kann sich gerne mal angucken, was das ist. Also ich muss hier unheimlich viel anlegen und Elemente konfigurieren, damit das überhaupt funktioniert. Das sieht dann später so aus. Das sieht man jetzt leider nicht, weil es so ein bisschen dunkel auf schwarz ist, aber man sieht so ein bisschen die Größe vom Code. Ne? Das war so ein Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt das hier, aber ein anderes, das waren 1252 Zeilen Deployment-File. CloudFormation zumindest stand von vor einem Jahr, konnte noch keine Includes. Ich weiß, ob es das mittlerweile kann. Das ist mächtig und da steckt die Komplexität drin. Also das, was ich am Code spare, habe ich dann wiederum in meinem Deployment-File. Da ist viel Holz dran. Auch noch so eine Sache, die uns ziemlich viel Nerven gekostet hat. RNNs identifizieren ja jedes Element, so sehen die so ein bisschen aus. Und ich kann jetzt in meinem CloudFormation, kann ich hier unten mit Ausrufezeichen ref auf ein Element meines CloudFormation-Teils, kann ich mir die RNN raussuchen, dachten wir. Weil das ref gibt hin und wieder pro Element was anderes zurück. Auf einem SNS-Topic gibt es die RN zurück. Auf einer Queue gibt es aber die Queue-URL zurück, nicht die RN, das die Queue auch hat. Ein API-Gateway mit der REST-API hat keine RN, warum auch immer, hat dafür aber eine ID. Möchte ich aber von der Queue die RN haben, gehe ich dann nicht mit ref dran, sondern mit getAttribute myqueueref.rn. Dann bekomme ich die RN. Da nur Tipp, wer irgendwie mal irgendwas damit machen möchte, dieser Link hier unten, das ist wirklich Gold wert, weil der Mensch hat einfach eine große Liste aufgelegt mit jedem Element und wie ich an die RN komme und was ref und was getAt macht. Wirklich hilfreich. Gut, Fazit. Serverless. Ich habe eine schnelle Entwicklung, sehr schnell. Ich habe einen sehr guten Domain-Fokus, weil ich mich auf diese einzelnen Funktionen und auf meine Logikblöcke konzentrieren kann. Ich habe unheimlich viel out of the box und ich habe wirklich ein einheitliches Environment. Die AWS sieht von vorne bis hinten überall gleich aus. Nachteile sind, es kann teuer werden. Wenn ich Lambdas wirklich kontinuierlich befeuere, sind die tendenziell teurer. In dem Beispiel hier für unseren Kunden haben wir es tatsächlich so gebaut, beziehungsweise er wollte es an der Stelle auch, weil das dann später auch an so einem Serverless-Team halt übergeben werden sollte. Das war vor allen Dingen auch für interne Prozesse, das war jetzt nicht irgendwie großes Business-Load drauf. Es lohnt sich einfach nicht bei viel I.O., weil Blocking-I.O. bezahle ich einfach. Oder die Gefahr von Funktionskaskaden oder wenn ich nicht aufpasse, irgendwelche Lambda-Loops, die erzeugen mir unheimlich schnell unheimlich viel Kosten. Und was ganz wichtig ist, ich habe keine Komplexitätsreduktion. Das war so das, was wir am Anfang ein bisschen erhofft hatten, dass wir da eine Reduktion der Komplexität haben. Nein, das haben wir definitiv nicht gehabt. Die Komplexität hat sich im Endeffekt nur verschoben, aber nicht reduziert. Ja, dann bin ich auch zum Ende, zum Nachlesen. Wie gesagt, hier diese Cheat Sheets, wirklich Gold wert, wenn man damit etwas macht. Im Endeffekt, die Amazon-Dokumentation, die ist vollumfänglich, die kann man sich benutzen. Wir haben hier, was wir noch out of the oder nebenbei benutzt haben, dieses Serverless SAM.
das so ein bisschen kleine Hilfestellungen für die Serverless-Entwicklung bietet. Und das Beispiel, was ich hier in der Präsentation gezeigt habe, das findet ihr auch unter meinem GitHub-Link. Das habe ich hier hinten hinterlegt. Kann man sich auch gerne einfach runterladen. Tatsächlich, wenn ihr irgendeinen Amazon IAM-Account habt, der hinterlegt ist, könnt ihr das einfach bei euch in die Amazon Cloud einfach deployen. Das funktioniert. Und dann einfach mal ein bisschen mit rumspielen oder euch einfach den Code angucken. Ist mit JavaScript gemacht, ein bisschen Bash-Scripting und halt diese YAML-Templates. Genau. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank und falls ihr Fragen habt, immer her damit. Ja, vielen Dank, Christian, für diesen Vortrag. Wer Fragen hat, kann jetzt in die BBB-Konferenz kommen und in den Chat schreiben. Bis dahin habe ich schon mal vielleicht eine kleine Frage. Mhm. Und zwar hattest du am Anfang, relativ zu Anfang, die verschiedenen Sprachen, die ihr in Betracht gezogen habt, verglichen. Und da war Java auch dabei. War das dann ein OpenJDK oder war das eine GraalVM oder hat Amazon da nochmal sein eigenes Ding? Lass mich jetzt bitte nicht lügen. Ich meine, es war zu dem Zeitpunkt ein OpenJDK, das da rumgelaufen ist. Ja. GraalVM war damals noch nicht so weit. Da weiß ich aber auch nicht, wie es heutzutage ist. Da sind wir jetzt seit einem halben Jahr, beziehungsweise ich bin aus dem Projekt raus, deshalb habe ich das jetzt gerade nicht weiterverfolgt. Okay, dann warten wir noch mal ein paar Minuten, ob sich noch Fragen ergeben. Mhm. Ja, und vielleicht an die, die jetzt noch nicht im Big Blue drin sind, sondern einfach über den Stream, hier so ein bisschen meine Kontaktdaten, also wenn ihr mir auch abseits davon Fragen stellen wollt dazu oder einfach mit mir Kontakt aufnehmen wollt oder gerne darüber. Telefonnummer ist hier ein bisschen blöd, das geht bei uns direkt ins Office, da ist die Null dahinter, das ist eigentlich ein bisschen blödsinnig. Okay, aber sonst scheint es keine Fragen zu geben. Dann bedanke ich mich vielmals für diesen Vortrag und noch eine spaßige weitere FrostCon. Ja, vielen Dank. Auch sehr vielen Dank an die Unterstützung und an den ganzen Support. Und wirklich toll gemacht in der komischen Zeit jetzt natürlich. Ne? Und ja, dann bleibt mir zu sagen, vielen lieben Dank und man sieht sich.